Schauen wir mal. Werfen wir erstmal eine normale Granate. Und dann mal sehen. Wo ist er? Dann ist das auch noch so ein Viech. Hoi, hoi. Yeah. Ein Wartungsroboter? Bist du lieb oder bist du böse? Ich glaube, der ist böse, ne? Ja. Der ist nicht sonderlich lieb, so wie es aussieht. Also. Komm her. Ja, habe ich jetzt leider auch ein bisschen Schaden genommen. Aber ich würde schätzen, beide sind jetzt down. Ja, perfekt. Dass er gleich so zu so einer Pfütze zusammenschmilzt. Abfall. Okay. Vielleicht wisst ihr ja, wie man denn diese Roboter am besten besiegen kann, wenn man sie nicht abschießen kann. Ha! Was seid ihr denn? Ich glaube, da sollte ich trotzdem eher versuchen, mit diesen Energiewaffen zu schießen, oder? Ja, okay, gut. Zumindest bei den Ameisenähnlichen funktioniert das sehr gut. Sehr schön. Haben nichts dabei. Zerstörer, Reparaturroboter. Mhm. Okay. Da. Ich glaube, das hier. Shit. Ah, das hat ihm nichts gemacht, glaube ich. Ah, das ist wirklich schwierig. Gut, dann laden wir nochmal. Dann gehen wir am besten gleich auf diese Waffe hier. Vielleicht muss ich auch einfach nur sehr viel Geduld haben. Aber ich glaube, der hier ist wirklich zu doll. Kann ich das... Oh ja, okay. Nur leider habe ich jetzt für die Waffe keine Munition mehr. Ah. Naja nur, aber wir konnten ihn besiegen. Das ist gut. Na, geht das? Na, komm schon. Ja, sehr gut, okay. Also bei den Robotern, da braucht man ein bisschen sehr viel Geduld. Oh, was ist das denn? Einweg-Logik-Sonde. Kein Platz mehr im Inventar. Ah. Ja, dann machen wir das so. Gucken wir mal hier. Logik-Sonde. Erste Hilfe. Ich muss den nächsten Kopf loswerden, leider. Da. Mal gucken, was wir mit den Logiksonden irgendwann noch anfangen können. Ich hoffe, dass man sie überhaupt irgendwie gebrauchen kann. So, also gegen Androide und, ich sag mal, Fleischliche, da helfen diese Pfeile. Und gegen die Roboter, da helfen am besten diese Waffen hier, diese Energiewaffen. Wie man sieht. Oh, scheiße, da ist noch einer. Mir natürlich Schande. Da werfe ich jetzt ruhig meine Granate. Ja, perfekt. Okay. Da müsste aber noch was sein, eigentlich. Oh, da ist noch einer. Okay. Na. Ah, nee. Ich glaube, von da drüben kamen wir, oder? Ah, ich weiß es nicht. Ansonsten aufpassen, wie immer. Dass manchmal diese... die Konturen von der Karte nicht richtig mit eingezeichnet werden. Ja, doch, das war hier. Okay. Müsste es hier jetzt relativ sicher sein. Da hinten ist wieder
was zum Aufladen. Ich würde aber gleich einmal kurz runtergehen wollen zum Heilen. Britzel, Britzel. Ja. Aha. Klimaanlage. Standardwert für Lüftungsfeuchtigkeit, ja. Für Luftfeuchtigkeit. Hebel blockiert. Okay. Hm. Nur der eine hat eben funktioniert. Seltsam. Auch nicht in einer bestimmten Reihenfolge, aber... Hm. Naja, wer weiß, was der jetzt gemacht hat. Ich weiß es gerade nicht. Genau, unten haben wir ja noch das eine Viech. Gut, dann flitze ich mal ganz schnell runter. Decke hier nochmal schnell die Karte auf. So. Hm. Hä? Ach so, hier oben, okay. Ich dachte eben schon, hä, was ist denn da jetzt oben noch für ein Gang? So, wo war jetzt der Fahrstuhl? Ja doch, ich bin schon richtig. Da. Die Mucke. Achso ja, auf den ersten möchte ich bitte. Oh, okay. Ich sag ja, die Musik ist wirklich großartig. Auf der Ebene hier, muss ich sagen, gefällt mir die Musik mit am besten. So. Geheilt. Und jetzt schnell wieder zurück. Möglichst ohne erschrocken zu werden. Hahn, also. Achso, das sind nur Kleidung. Okay. So, auf die zweite Ebene. Gut, ich möchte nochmal speichern. Hm, fangen wir jetzt mal wieder hier oben an. Machen wir das jetzt auf 7. Gut. So, ich weiß, wir waren jetzt eben auf der anderen Seite, aber jetzt möchte ich einmal kurz hier entlang gehen. Aha. Ach stimmt, war es nicht so, dass wir auch kriechen konnten? Ich vergesse das immer wieder. Ja, genau. Da könnte man vielleicht ja auch irgendwie mal durch sowas wieder durchkriechen. Schade. Ich dachte, wenn man im Sprung das irgendwie macht. Das wäre lustig gewesen. So. Gut, mal sehen, was hier hinten jetzt versteckt ist. Diese Viecher. Na, na, na. Nicht angreifen. Oh, noch so einer. Moment. Granate. Dafür gebe ich gerne eine Granate aus. Down? Yeah, down. Puh, okay. Dann jetzt das hier wieder. Nein, warte. Oh, down. Da. Oh, Mann. Die sind aber auch wirklich garstig, die Biester hier. Und kann ich das da durchschmeißen? Zwar nicht durchschmeißen, aber es fängt funktioniert. Es hat funktioniert, wollte ich sagen. Sehr schön. Relais-Netzwerk und nicht benutzbar. Mhm. Dahinter sehe ich jetzt nicht unbedingt was. Eigentlich kann ich gleich wieder zurück und mich heilen, ne? Hier oben ein Fenster. Aber irgendwas höre ich hier noch. Mal sehen. Ich glaube, hier waren wir eben sogar schon. Mhm. Ja, hier waren wir eben gerade. Ja, die Lippe juckt. Das war Abfall, genau. Da hinten waren wir. Genau, sehr schön.
Dann decke ich hier nochmal die Karte ein bisschen auf. Und jetzt können wir hier mal gucken. Da links ist eine Tür. Hier rechts haben wir dann die anderen eben besiegt. Das hier sieht irgendwie so verdächtig aus. Ja, das ist unheimlich darum. Na, jetzt gerade speichern muss noch nicht. Hui, ui, ui. Ich glaube, die konnte ich auch so besiegen, oder? Yep. Gut, ist hier noch einer drin? Nee, der Raum ist sehr klein. Der hat nur so eine Getränkedose bei sich und hier glitschen die Datendinger durch. Okay. Aha, Moment, kann ich hier durch? Leider nicht, schade. Aber ich denke mal, wenn wir von da aus hier durchkriechen, das könnte dann wieder funktionieren. Obwohl, achso, nee, das ist keine Rampe. Ich dachte, da könnten wir dann auch so rauf. Naja. Bleiben wir mal hier und schauen uns nochmal die nächsten Daten an. 20. Oktober. Es scheint klar, dass Sheridan die Laser auflädt. Was immer wir auch tun, wir dürfen ihn nicht feuern lassen. Wir könnten einfach zur Forschungsabteilung gehen und den Laser vorzeitig abholen, aber wenn der Laser schon auf ein Ziel gerichtet ist, erledigen wir damit selbst die Arbeit für diesen verdammten Computer. Es scheint klar so zu sein, dass Sheridan den Laser mit böswilligen Absichten auflädt. Auf jeden Fall sollten wir ihn am Abfeuern hindern. Wir könnten einfach zum Zentrum der Forschungsabteilung gehen und den Laser selbst vorzeitig abfeuern und dadurch hoffentlich Sheridan loswerden. Das Problem ist, wenn der Laser schon auf ein Ziel gerichtet ist, machen wir selbst die Arbeit für diese verdammte KI. Ja, ist klar. Dass wir quasi dann selbst den Auslöser drücken. Altair, ich weiß, wie wir Sheridan am Abfeuern des Lasers hindern. Wir brauchen das Isotop X-22 aus dem Gamma-Quadrant. Man benutzt es für die Schildgeneratoren auf der Reaktorebene gleich neben den Schildaktivierungsschaltern. Wenn wir den Laser in das Asteroidenschild feuern, können wir den Laser zum Überhitzen bringen. Das Problem ist nur, dass es wahrscheinlich irgendwo einen Sperrschaltung gibt, die einen derartigen Unfall verhindern soll. Trotzdem. Sekunde. Ich schenke mir gerade was zu trinken ein. Altair, ich glaube, ich habe eine Idee, wie wir Sheridan am Abfeuern des Lasers hindern können. Wir müssen das Isotop X-22 aus dem Gamma-Quadranten holen und es in die Schutzschild-Generatoren unten auf der Reaktorebene einspeisen. Die Generatoren sind direkt neben den eigentlichen Schutzschild-Aktivationskontrollen. Meiner Theorie zufolge würde der Laser das Schutzschild überladen, wenn er direkt hineinfeuert. Aber das ist nur eine Theorie. Es existiert außerdem wahrscheinlich eine Überlastsicherung, die so einen Fall verhindern soll. Ich arbeite noch daran. Klingt aber schon mal nach einem Plan. Ja doch, speichern können wir einmal. Machen wir nochmal hier. Bop. Gut, gut, gut. Ich schalte hier mal wieder die Karte hin. Und für mich einfach hier die Waffe. Mhm. So, wollen wir sehen. Gehen wir mal jetzt hier durch. Den haben wir ja eben schon geröstet. Was ist das denn hier für ein Raum? Hä? Wie nutzlos. Zumindest für mich. Naja. Gut, dann gehen wir jetzt einfach weiter. Hier waren wir. Und jetzt einmal suchen, wo wir noch alles was machen können. Ich würde sagen, wir gehen aber gleich erstmal wieder runter und uns einmal kurz heilen, denn es ist sonst ein bisschen riskant. Trennschalter. Ja, keine Ahnung, was hier der Schalter ausgelöst hat. Wer weiß. Achso, geht auch. Da ist noch eine Tür. Scheint nicht zu sein. Okay. Oh, gut. Dur-Aluminium-Belag. Achso, ja, hier sind wir jetzt. Okay. Hier scheint auch nichts zu sein. Rohrleitung, Wandverkleidung, Titanverkleidung.
Hier sind einige Räume, in denen einfach nichts ist. Oh. Stimmt, da waren wir ja eigentlich vorhin auch schon drin. Gut. Dann haben wir das jetzt auch gemacht. Dann kann ich da auch schon mal wieder runter, einmal kurz die Karte freilegen. Bop. Und wieder raus. Nun denn. Ich gehe jetzt, glaube ich, wieder zurück in die Richtung, ja. Aber hier, wie gesagt, das sieht so aus, als könnte ich da jetzt lang gehen, aber das ist einfach nur Wand. Auch die ganzen Zugangssachen und so bräuchten wir ja auch noch. Naja, gehen wir erstmal heilen und so. Ich weiß, Backtracking ist nicht so schön, aber besser so als zu sterben. Oh, hier ist sogar noch offen. Und ich meine, der Weg bis hierher, das ist ja nun wirklich nicht weit. Aha. Gut. Ich möchte wieder hier hinschalten. Und jetzt schnell wieder runter. Moment. Hä? War ich hier noch nicht drin? Hä? Wie doof bin ich denn? Ja, Nadelpfeile. Cool. So. Ja, gut. Getränkedose. Geschenkt. Splittergranate. Perfekt. Ja, okay. Egal, ich mach's einfach kaputt. Hier ist auch keine Kamera mehr. Keine letzte Kamera. Ich frage mich wirklich, wo die ist. Und für die untere, für die zweite Ebene haben wir ja auch wieder so ein Counter mit Lack. Guck mal hier, Kameras und so, ne? Da frage ich mich echt, wo hier noch eine sein könnte. Naja. Irgendwer wird das mir vielleicht schon in den Kommentaren sagen. Wer weiß. Also. Hier. Tür bitte zu. Ah, gut. So, wollen wir sehen. Also das da war ja dann nur der Rundgang. Da haben wir schon alles gesehen. Hier waren wir. Hier brauchen wir einen Zugangscode. Haben wir den irgendwo in den Logs schon gehabt? Ich glaube nämlich nein. Ich schau mal schnell durch. Warte. Warum spielt Shodan? Nö. Die drei hatten wir schon. Ich stand direkt neben ihr. Da sie sagte mir etwas über den Laser. Etwas über hier, da ist nichts mehr drin. Hier. Hier waren wir noch nicht. Einmal ein Haar gekrümmt. Sie wussten, dass Darcy hinter etwas her war. Okay, gut. Hallo? Was ist das denn bitte? Naja, gut, dann haben wir nur noch das Teleport-Ding. Und das müsste hier nicht. Wo wäre das denn nur hingekommen? Ach, ich und mein Gedächtnis mal wieder. Stimmt, hier waren wir auch noch nicht. Fragt sich nur, wie man da hinkommt. Vielleicht mit dem Teleporter. Und, bupp. Jetzt sind wir hier. Ah, nee, darüber wahrscheinlich dann.